In diesem Video geht es um Zeitplanung. Und zwar geht es um Grundelemente der Zeitplanung. Das heißt, in diesem Video wird der Versuch unternommen, die ganze Zeitplanung, über die es Bücher gibt und Seminare und Zeitplansysteme und, zu reduzieren auf wenige Grundelemente, die unumgänglich sind. Und darüber hinaus ist Zeitplanung aus meiner Sicht auch sehr viel Geschmackssache und sehr viel hat es zu tun mit der Persönlichkeit. Da gibt es Menschen, die von anderen als total chaotisch bezeichnet werden, die aber sehr produktiv sind, sehr effizient sind, die Ergebnisse liefern. Und andere, die als sehr systematisch und geordnet auftreten und vielleicht auch tolle Zeitplansysteme haben. Und früher gab es ja noch diese Zeitplanbücher, inzwischen weitestgehend auch digitalisiert, die aber längst nicht so viele produktive Ergebnisse liefern. Also was sind die Grundelemente der Zeitplanung? Und aus meiner Sicht lässt sich das Ganze reduzieren auf drei wesentliche Kernelemente. Und das erste Kernelement der Zeitplanung lautet Aktionen schriftlich planen. Ich glaube, dass kein Mensch auf diesem Planeten, der produktiv ist, der Ergebnisse liefert, in welchem Bereich auch immer, das tun kann und tut, ohne ein wie auch immer geartetes schriftliches System. Ob das digital ist oder mit der Hand, ob das auf einer Serviette notiert wird oder in einem ausgefeilten Zeitplanbuch, das ist aus meiner Sicht gar nicht so wichtig. Wichtig ist, dass es festgehalten wird. Das meine ich mit schriftlich. Ja, ich meine nicht zwingend, dass man mit der Hand schreibt, obwohl das wichtig sein kann. Aber es ist nicht zwingend erforderlich aus meiner Sicht. Aber dass es festgehalten wird in irgendeiner Form, denn das bietet die Grundlage für das Ergebnis. Schriftlichkeit, wichtigstes Prinzip. Vermutlich. Dann heute für morgen planen. Heute für morgen planen. Also am Ende eines Tages überlegen, was steht am nächsten Tag an und das in eine gewisse Reihenfolge, in einen gewissen Ablauf bringen und sich vor allem schon innerlich darauf einstellen. Auch das scheint mir absolut zentral zu sein. Und das dritte Grundelement, und hier sehen wir, dass das Ganze schon persönlich wird durch dieses dritte. Das dritte Grundelement ist aus meiner Sicht der persönliche Biorhythmus. Und ich würde es mal so formulieren, das Grundelement heißt persönlichen Biorhythmus beachten. Das bedeutet, persönlicher Biorhythmus bedeutet, jeder Mensch hat Hochphasen im Laufe von 24 Stunden und Tiefphasen und auch Schlafphasen. Aber diese Hoch- und Tiefphasen sind bei den Menschen unterschiedlich. Die allermeisten Menschen treffen sich wieder in einer Tiefphase nach dem Mittag und nach dem Mittagessen. Ja, das ist wahrscheinlich sowas wie eine kollektive Tiefphase und manche Kulturen machen in der Zeit auch Siesta. Aber andere Menschen sind ausgesprochene Frühaufsteher, die sind morgens früh fit und produktiv und andere Menschen sind Nachtmenschen. Wichtig ist nur, dass man diesen persönlichen Biorhythmus kennt, beachtet und soweit es geht, die Tätigkeiten, die man zu tun hat, diesen Phasen zuordnet. Also, wenn kreative Tätigkeiten erforderlich sind, sollte man das in einer Hochphase machen und in einer Tiefphase entweder diese Zeit zur Regeneration sowieso nutzen, dafür ist sie wahrscheinlich gedacht, oder aber von mir aus irgendwelche Belege abheften. Ja, die Zuordnung der Tätigkeiten, der Art der Tätigkeiten
zu den Hoch- und Tiefphasen. Das ist das dritte Grundelement aus meiner Sicht. Alles Gute, Marius Ebert.